finden. Palast oder irgendwas in die Richtung. Da blinkt es doch schon wild. Eine Einwohneraufgabe. Ich habe ein Gedicht geschrieben, weil ich mir Sorgen... Oh, natürlich. Du hast viel Wichtigeres zu tun. Das ist die Quest hier unten für Angereb. Das war die für Binyam rüberkarren, damit er das Ding zerstört. Mit den Gräbern war auch irgendwas noch. Na, da kriegen wir wieder das zu lesen mit den Viechern. Mal hier anklicken. Eidsteine hatte man ja vorhin schon mal bei Request. Ja, einen haben wir jetzt entdeckt. Nur habe ich nicht drauf geachtet, welcher. Einfach mal rumklicken, bis wir es haben wahrscheinlich. Gut, wenn er hier drüben ist, haben wir verloren, weil da haben wir ja noch gar nichts zum wirklichen Klicken. Ich würde sagen, die lassen wir mal offen. Und wir gehen die... hier an. Mit Angereb. Offenbar haben aktuelle Ereignisse angeregt. Baldrin! Achten Sie darauf, die Prinzen nicht noch mehr zu reizen. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Das scheint wohl hier zu sein. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ich weiß, dass wir den Tempel, meine ich, noch aufbauen. Da kann ich mich noch ganz dunkel dran erinnern. Das ist alles so lang her. Gut, hier haben wir ja eigentlich alles durchgeklickt. Da ist ja auch die Rede von einem der drei Stämme. Nicht von hier.
Ich vermute schwer, es wird hier unten sein. Schiff unter Beschuss. Thema schickt also ein Lakaien? Umsichtig? Du willst unser Vertrauen? Dann verdiene es dir. Zeige uns, dass du in der Lage bist, unser Land und unser Volk zu verstehen. So, jetzt haben wir die Stadt ein bisschen erkunden. Wandteppich macht der Keramik. Hier hinten hat er was gemacht? Waffen, ja. Wir mögen eine kleine Nation sein, aber hier gibt es Pracht und Schönheit in Hülle und Fülle. Also jetzt halt witzig, wenn der sonst angeschossen hat, trotz diesem Schiff. Lass jetzt hören, was dein Herr uns zu sagen hat. Wenn da Schiffe angegriffen werden können oder selbst angreifen. Weil die Kanone hat hier definitiv einen Schuss abgegeben. Ja, uns fehlen auch knapp 500 Hitpoints. Aber gut, machen wir die Entscheidung hier. Vorher speichern. Angereb ist groß und voller Geheimnisse. Noch so ein Geheimnis hier. Es brauchte mehr als ein Leben, um in die Seele eines sieben Steins und jedes Gesicht zu blicken. Ich empfehle, dass wir Zeit nehmen. So, entweder können wir es jetzt direkt starten oder wir nehmen uns noch Zeit. Was ist denn das für eine Entscheidung? Ja, wir machen es jetzt. Sagen Sie uns, was ist in der meisten von, was beeindruckt Sie am meisten? Ah, okay, die Tänzer können wir schon einmal nicht machen, alles klar. Weil wir uns die Stadt vorher nicht genauer angeguckt haben. Aber ich würde sagen, wir hatten Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen. Genau, die haben sich vor Piraterie schützen müssen. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Und hier können wir sagen, fremde Flotten herausfordern, also sprich, er bleibt Pirat. Der Kaiser wird ihm die Macht zugeben. Moment, auch nochmal den Entscheidungspfaden auf. Exakt hier Wirtschaft unterstützen, wenn er weg ist von der Piraterie. Okay. Was willst du jetzt leinen? Du bist Gast in unserem Land. Das wenn wir dir trauen Spaß. Sollen, musst du zuerst dein Wohlwollen unter Beweis stellen. Leinen könnten Spaß werden. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Klar gebrannt. Eine Kautschukfarm. Ernsthaft. Und da mal irgendwo ein Fehler drin, jo. Schiff vom Stapel gelaufen. Schiff vom Stapel gelaufen. Gut, dass es hier gebrannt hat und ich nicht merke, dass da ein Weg fehlt. Als fehlen da ein paar Felder. Gut, das kriegen wir hin. Fehlen dir auch welche? Nein. Und dir fehlen auch keine. Gut. Sind ja immer noch alle drin. Passt also. So, der will jetzt haben Wanzerbretter. Das sehe ich als einfach an. Willst du denn haben? 30.
Dann Indigo haben wir auch auf Lager. Oh, Leinenhammer. Ha. Hammer zum Glück da, krass. Die werden ja abgeholt und nach London rübergekarrt. Dann fahren wir es mal rüber. Also es auch schlecht wäre, wenn jemand unser Schiff wegknallt. Und die Items alle weg wären. Eigentlich können sie irgendwo in den gesichert, aber gut. Wir haben sie ja gespeichert. So ist es. Sei stark. Hier. Jo. Wir haben an dir gezweifelt. Aber trotz allem hast du uns geholfen. Dafür wollen wir dich in ein paar Geheimnisse Baldachine anklicken. Ja. Haben wir aufgemacht. Und was schützt da drunter? Ein Markt. Schön. Wir müssen handgravierte Kiste mit Keramik. Aber keines unserer Schiffe steht bereit. Vielleicht. Da. Da ist es. Bitte beeil dich, sonst werden sie trocken und die Mönche können sie nicht mehr mit Intarsien verzieren. Das geht jetzt noch Wahadesh rüber. Ihre Hilfe für Angereb ist Ausdruck eines edlen Herzens. Aber seien Sie vorsichtig, dass Sie sie nicht gegen mich einsetzen. Ach ja. Gucken wir mal, was die jetzt mit dem Keramik da machen. In Wahadesh. Und ich wechsle mal einen Akku. Gleich wieder da, tontechnisch. Jo, da müsste ich wieder sein. Ah ja, auf die haben wir gewartet. In der Notiz steht, du sollst diese Kisten nach Kedusi. So, und jetzt nochmal die Gewänder nach Kedusi kachen. Alles klar, machen wir auch. Muss mal kurz was hier noch gucken wegen Mikro. Gleich wieder da. So, jetzt. Laden sollte man's. Die Priester hatten früher mit ihren Gewändern gerechnet. Aber was soll's? Es. Wie hätte man denn da noch schneller fahren sollen? Meinen aufrichtigen Dank. So, und jetzt nochmal wieder nach Angereb zurück. Dort berichten.
Ich bin so froh, wenn die hier durch sind. Ich meine, schön, gut gemacht von der Story, aber diese zig Entscheidungen und dann wieder zurück und wenn das und, ach nee. Würde es angenehmer finden, wenn es einfach nur mach dies, mach das. Kann irgendwas hin. Wäre deutlich entspannter. Und die Hieroglyphen da. Und im Endeffekt haben sie uns alle irgendwo versucht, in die Irre zu führen. Sei es hier mit dem, wo man nicht hier das Grüne haben irgendwie, wäre ja hübsch, wäre schief gegangen. Hätte man das hier blind mitgemacht, was wir ja auch gemacht haben im ersten Versuch, ging ja auch schief. Ich denke, der hier wird auch noch was auf Lager haben, wäre es ja fad. Ah, segeln wir erstmal hin. Jo, da sind wir. Wo geht's so jetzt weiter? Güte erlebt man selten. Wahrscheinlich relativ friedlich aktuell. Für unser Volk zählt Ehre mehr als alles andere. Sie mal leitet unsere Herzen anklicken. Und unseren Verstand durch die Finsternis unruhiger Zeiten. Sie bildet unser Fundament. Vor einem Jahrhundert ist mit dem letzten großen König Lebne das Geschlecht der Elamais ausgestorben. Sein Erbe, Mekdem der Junge, sollte ihm nachfolgen. Doch sein jüngerer Bruder Tomasi hegte andere Absichten. Aufräumen? Tomasi hatte es auf den Thron abgesehen. Und so schickte er Schattenmänner, um seinen Bruder Mekdem und dessen Anhänger zu töten. Tomasi wollte fliehen, doch es wurde blutig. Felsbrocken weg? Schon was bald lagen vor? Beide Brüder tot da nieder. Die letzten jetzt der Elamais. Was auf? Ein Diener aus Tomasis Gefolge jedoch konnte fliehen und nahm das Vermächtnis des alten Königs der Lamavi mit sich. Die Lanze von Darashi. Er redet jetzt von der Lanze, genau. Welch kulturelle Errungenschaft! Sie sprechen von den Lesern, aber kauern vor den Mauern von Angelen. Das sollte man jetzt Kaleb suchen, dann haben wir hier angeklickt. Vielleicht erinnerst du dich an den Mann, dem du in Kidusi Anitoni geholfen hast. Er war hinter der Lanze her und wir vermuten, dass er kurz davor steht, sie zu finden. Finde die Lanze von Darashi. Und wir wusstest werden es doch irgendwas war mit dem Friedhof, da geht's nämlich jetzt auch. Aber sei bedacht, die Lanze ist für viele ein Geheimnis. Da sollen wir jetzt ein bestimmtes Grab finden. Schiff unter Beschuss. Das Hammer. Die Geburtsstunde einer neuen Nation. Ja. Wie bist du jetzt hierher gekommen? Beam me up, Scotty, oder? Gehen sich die Bücher über die Verstorbenen. Kaiser oder nicht, dieser Halb war schon uralt, lange bevor seine Vorfahren an die Macht kamen. Uns klebt das Pech am Hacken. Alte Welt? Nein. Medizin. Architekt. Nach näherer Betrachtung wird deutlich, dass der Genitiv natürlich nur für Komposita verwendet werden kann. Und mal dem berichten. Er ist doch entspannt hier. Bis jetzt ist entspannt. Ich bezweifle, dass wir sie schnell finden werden. Nimm dir die Zeit und sieh dich genau um. Jeder Hinweis kann uns zur Lanze führen. Speichermass.
Okay. Achtheit zurückgebracht wurde. Haben Sie eine Vorstellung, was das sein könnte? Keine Ahnung, weil ich es durchgeklickt habe, ehrlich gesagt. Ist die Person, die hier begraben liegt? Einfluss gewonnen. Okay. Oh, einfach durchklicken. Wenn er falsch sagt, bricht die Quest aber auch nicht schlecht. Tugend der Schlüssel zur Heiligkeit sind. Und als Zimmern starb, schrieben die Priester, dass sein Besitz, darunter ein alter Speer, die Achtheit anvertraut wurde. Wir wissen aus einem Buch in der Bibliothek, dass es sich bei der Achtheit um die acht Kardinaltugenden handelt, die von Priestern auf Kidusi befolgt werden müssen. Ich bin mir nicht sicher, wie sie uns bei der Suche nach dem Speer helfen soll. Was schließen wir daraus? Er stört sich für mich am logischen an gerade. Ja, hier kann man glaube ich auch nichts Falsches machen. Weiß ich, wo das liegt, links oder rechts. Mit diesen Hinweisen sollten wir herausfinden können, wo die Lanze versteckt wurde. So richtig war. Ich glaube, das war falsch. Gut, da ist ja die Rede von mit Dieb. Ich kann mich noch ganz dunkel erinnern, dass irgendwas hier unten war. Ich glaube, das war so falsch alles gerade. Ja, mit der Zahl 8.
wir sind ja auf dem Holzweg. OP war es. Kein Autosave. Immer schön eine von den drei Stämmen eine Quest zu haben, die entspannter wäre. Ah gut, müssen wir durch. Ich bezweifle, dass wir sie schnell finden werden. Nimm dir die Zeit und sieh dich genau um. Jeder Hinweis kann uns zur Lanze führen. Das war ja richtig. Das war ein Durchbruch, hat er gesagt. Hatte man noch nicht. Gehen wir mal das durch. Silberne Zeitalter. Doch nicht. Okay, das war auch falsch. Das war auch falsch. Mit diesen Hinweisen sollten wir herausfinden können, Moment, wo die Lanze versteckt wurde. Ganz schlau werde ich aus der Questreihe nicht. Absolut nicht. Mal kurz den Sound noch umstellen. Gekoppelt sind sie schon, oder? Ja. Jetzt Sound. So, da ist ja doch der Sound. Jo, da habe ich einen Sound. Perfekt. So, dann laden wir euch wieder.
Jetzt sind wir mit Tempel. Der 8. Wo die Geister wandeln und Steine uralt liegen, wo gelehrte Seelen liegen, lernt die Weisheit lieben. Hier passiert irgendwas. Okay. Habe ich doch vorhin aber auch schon angeklickt. Daraus könnte etwas werden. Ich habe den Ort erkundet und ich glaube, ich habe einen Plan. Komm zu mir, wenn du bereit bist. Primär speichern wir mal. Und das war ja jetzt... Also neben der Weg über den Berg scheint am besten zu sein. Über den Berg laufen... Jo. Nimm doch mal den Berg. Zweifel, lade mal wieder und dann nimmt die Straße. Sollst du mal hier ein Foto machen? Türkische Pfade, lockere Steine. Um hier weiterzukommen, brauche ich eine Karte. Fotografieren wir mal die Anlegestelle. Die konnte mir noch erinnern, uns gerade wieder. Dann auf in die Berge. Warte, bis ich mich melde. Der schleicht jetzt hier oben irgendwie entlang und holt sich das Ding. Der schickt ja wie vorne an der Anlegestelle, um hier einmal durchs Dorf zu laufen. Könnte sich besser ausgehen. So, mal schauen, ob wir das schon hinkriegen mit dem silbernen Zeitalter. Lies nochmal die Notiz. Das war die hier. Schiff vom Stapel gelaufen. Suchen Sie nach einem einsam gelegenen, auffälligen Haus. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Das war, meine ich, das hier. Dann haben wir ja... Hier haben wir ja vorhin wild rumgeklickt und dann stand da auf einmal eins von zwei. Wenn Sie die alten Stadtmauern finden, können wir die damalige Ausmaße... Stadtmauern. Hier unten hat es eine Stadtmauer. Mein Hund, wo der Staub sich schlacht. Man ist ja keine Stadtmauer. Ne.
Aber er hat Stadtmauern. Jo. Ich würde sagen, wir warten die Quest hier oben ab. Vielleicht geht's dann. Ich habe keine Idee. Schiff unter Beschuss. Wir beide wählen unsere Geschäftspartner sorgfältig aus. Meine Tante war so freundlich, sich an ihre familiären Pflichten zu erinnern und mir ein paar Schiffe zu überlassen. Hier so langsamer anlegen. Und das. Ja. Wir zermalmen deine Knochen wie Zwieback. Nee, das ist ja falsch. War der Scheiß. Thank you for the raid. Grüß dich, Invert, und danke für den Raid. Wir krampfen uns gerade hier durch die Questreihe durch. Jo, schön auch dich zu sehen. Und wie gesagt, danke für den Raid. Es ist ein Krampf hier. Also die ist zwar schön gemacht, aber die ganzen Entscheidungen, uff. Ich hab die vor 2 Jahren mal gemacht, das letzte Mal. Es geht dem Ende entgegen. Questtechnisch. Wir haben schon 3 von 4. Es fehlt nur noch der Speer. Falls ihr die auch mal gemacht habt. Welcome to the club. Hey, schön, dass ich zum Raid da bin, 2 Sekunden vorher online gekommen. Ja, perfekt. 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 Wir müssen jetzt nur da die 2 Minuten noch abwarten. Dann legt er da. Wo war's denn bitte? Wir waren doch hier auf der Insel. Da. Hier legt er an gleich. Geht dann über den Berg hoch und holt sich wohl den Speer. Mehr Infos habe ich noch nicht. Ja, bei mir ist im Moment, ich war... Oh, erst wieder seit 2 Wochen, dass ich aktiv online bin. 2, 3 Wochen und das letzte Mal war irgendwann im Januar. Also ich habe mich auch lang zurückgezogen. Und habe jetzt dann wieder freitags immer ab 20 Uhr, wenn nichts dazwischen kommt, und unter der Woche, wie es passt, so ab 17, 18 Uhr. Das stimmt, ich war länger weg. Und wenn, dann war ich bei P-Rob damals zugeschaut oder war komplett mal weg von Twitch. Ja, das ist, weil es noch nicht rund läuft. Das sagt jeder, der den sieht. Ich habe den Spielstand auch beim Piro vorgestellt am Sonntag. Das ist, weil es einfach noch nicht voll versorgt sind hier in New York. Da stehen zwar die Hochhäuser, also die Bilanz knallt halt runter, weil hier halt über Umwege Hochhäuser stehen, Stufe 5, aber halt
gibt keine Kekse, nix. Und bei Zufriedenheit fehlen noch die Hochräder, kommen nur noch so noch stückchenweise rein, weil warum eigentlich? So, wenn wir noch so ein Kautschukproblem haben. Eigentlich alles noch rudimentär, wir sind so in Anfangsphasen. Was steht? Eine Holzlehm- oder eine Holzziegeleiinsel. Bisschen Sekt. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Bisschen zu viel Sekt vielleicht. Konserven stehen, also bis zu den Arbeitern ist alles eigentlich sicher. Alles klar, dann mal ein gutes Nächtler. Und danke nochmal für den Raid. Ach so, du musst morgen, jo, einladen. Ja, alles klar. Jo, danke für deinen Raid, wie gesagt. Gutes Nächtler und morgen hoffentlich wenig nervige Kunden. Das hätte besser laufen können. Sei auf der Hut. Die Hohepriesterin ist eine gerissene alte Frau. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Geht's ja weiter. Der wurde wohl entdeckt, wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt müssen wir mit der wieder quatschen. Ja, hab dich doch angeklickt. Ah, jetzt. Der Speer ist hier. Meine Vorfahren haben dieses große Geheimnis nie erwähnt. Eine angemessene Vorkehrung angesichts ihres dreisten Einbruchsversuchs. Ich überlasse Ihnen den Speer. Denn Angereb ist sein wahrer Schrein aus vergangenen Tagen. Dennoch kann Kidusi einen solchen Schatz nicht ohne Gegenleistung hergeben. Warum lass es bitte Baumaterial sein? Bitte. Mir sollte mal Schiffchen mal da parken, dass man abholen kann. Gehen das noch in Angereb drüben. Gut, hätten wir auch mit rechnen können, dass es hier rüber müsste. Aber wie gesagt, das ist noch sehr rudimentär, was steht. Also bis zu den Handwerkern steht alles. Ob Pelz hier unten in Mailand. Und natürlich alles, was mit Arbeitern zu tun hat. So Schweine, Weizen, Brot, Mehl, Bier, Hopfen, Kartoffeln, Schnaps in Bayern. Wo sonst auch. Macht eigentlich, jo, die dauert noch. Gut. Wo ist unser Schiffchen? Auf dem Weg. Hier mal kurz was nachgucken. Jo. Und Joker, du bist mir gefolgt, sehe ich gerade, aber ich habe keinen. Habe ich den verpasst? Welcome to the club. Jo, wir haben nochmal abgespielt, alles klar. Keine Ahnung, wo der. Vielleicht hat er sich mit dem Raid überschnitten. Ja, passt auch von der Zeit. Ich habe nochmal abgespielt. So, wie sieht es jetzt hier aus? Müssen wir da nochmal klicken? Das ist eine wahrhaft bedeutende. Was liefern Sie ein impressionistisches Artefakt oder von epischen oder legendären Wert nach Kidusi? Die gebe ich mit Sicherheit nicht ab. Ah, Planänderung. Warhammer in Kap doch das eine oder andere auf Lager stehen. Achso, und die Arktis, das ist das Einzige, was fertig ist bisher. Sieht mal an. Den Bärenfällen, 85 sind es jetzt geworden. Kann man erwürfen bei Getema, stimmt. Stimmt. Mache ich mir dann Stress, aber wir müssen eh die Lanze kriegen, weil jetzt, wenn wir sie nicht kriegen. Wir sind unterwegs. Habe ich die überhaupt gebaut?
Ich hatte es nur geplant, ich habe es dann gelassen. Stimmt, wir können auch würfeln. Bei dem, soweit wie mein Sinn in der Story, kann man würfeln. Stimmt. Ich würde aber trotzdem aus Gründen die hier mal sichern. Und auch die Notiz. Sind unterwegs. Dann würfeln wir mal fleißig. Will er episch oder legendär? Machen wir doch hier. Eine Schatzsuchkarte. Es muss ein Artefakt sein. Ja, da unten wäre eins gewesen. Hier haben wir doch eins. Statue des Anubis. Frachtschiff steht bereit. Beeilung! Ich muss die Kanäle noch vor dem ersten. Ja, die skippe ich immer noch. So. Zum Horizont. Episch oder legendär? Jo, episch ist. Auf das reicht. Soll es nicht ausreichen, bauen wir wirklich schnell die Lanze zusammen. Seien die auch komisch. Wir bauen die Lanze im Forschungsinstitut und tauschen sie ein, damit wir eine kriegen. Na gut, muss ja weitergehen mit der Quest. Endlich kehrt die Lanze nach Angereb zurück. So, dann wollen wir uns mal auf den Weg machen. Gegner werden Draht. Okay. Bringen Sie den Speer zu Ketema oder zu Angereb? Ich glaube, wir speichern mal. Schwierige Entscheidung. Ich glaube, dann ist der da unten salzig. Der Prinz. Ich hätte nicht so schnell mit Ihrer Rückkehr gerechnet. Gibt es Neuigkeiten von Angereb? Na, geh man ihm. Vielleicht sind wir auch schon wieder komplett falsch, weil wir eine Entscheidung vorher wieder uns verklickt haben. Ich bin nicht mehr 900. Sind unterwegs.
das Schiff jetzt da kommt. Es ist schön, wenn man hier noch die Inseln erkennen kann. Ich glaube, hier wird schon kritischer. Jo, da sieht man die Schneise nach Manchester runter. London-Manchester. Die Verbindung. Strand unterwegs. LDL, Land der Löwen, Altleinen. Ja. Müssen wir nochmal überarbeiten, die ein oder andere Route. Die Lanze. Du hast sie gefunden? Du hast sie wirklich? Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob du haben sollst. Wer hätte damit gerechnet, dass dieser Tag einmal kommt? Du hast wahre Wunder vollbracht. Komm und berichte uns davon. Ein Zweifel können wir so bauen. Also berichten sie, hat der Speer wirklich auf Kidusi befunden. Ja, du warst doch dabei über den Berg. So, grab mal irgendwas vom Leibwächter war es doch. Verletzung erlegen, Flucht vom Ort, Verrat. Wo ist der Speer? Vom Tempel vergraben. Schiff vom Stapel gelaufen. Okay. Speichern. Dann immer die Inschrift da drüben. Schwierig. Der Quatsch jetzt von der Inschrift. Aufgehende Sonne. Scheint aber richtig zu sein. Okay, wir haben Kaiser schon mal die Treue schwören. Sehen wir uns einmal die Register und Frachtlisten an. Ein einzelnes Schiff mit einem flüchtigen Seemann an Bord sollte doch irgendwo verzeichnet worden sein. Müssen wir alle Häfen nochmal abklappern und Hafenregister durchlesen. Ob das richtig war? Mal schnell nach. Quest mit Blatt. Racing Blatt. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Oh, wir sind noch richtig. Was noch können wir es packen? Also wir erstmal nach dem Hafenregister. Wir schauen uns das an. Unser Hafenregister? Ja, natürlich, aber unser Hafen... Das Register muss auf dieser Insel bleiben, aber wir haben eine Kopie für Sie anfertigen lassen. Es gehen Gerüchte um, dass der Speer wieder nach Angereb zurückgefunden hat. Ich fürchte,
Das bedeutet großes Unglück für Envisa. So, jetzt haben wir hier die Dorfälteste nochmal befragen. Ein Schiff mit einem Besucher, sagen sie. Das ist lange her. Aber ich erinnere mich dunkel daran. Folgen Sie mir. Okay, und das Boot ist schon so lange her, dass sie noch gar nicht gelebt hat, dass es ankam. Läufst du jetzt hin? Oh, jetzt müssen wir erstmal Blatt schaffen für dich, okay. Ja. Alte Haus untersuchen. Da gibt es eine Seite aus dem Tagebuch. Das hätte man nicht gedacht. Des Altmanns auf artische Ansicht. Gut, dann müssen wir uns jetzt hier abholen. Waren gezählt und er hatte Angst. Nun ruht er in Frieden. Ist das hier immer noch die Frage? Aber ich meine, das war damals schon verbuggt. Hat Features gehabt. Die Geschichte hier oben. Nehmen Sie sein Tagebuch. So, und dann sollen wir es hier wieder abliefern. Das Wesen nicht einfach haben können. Also die Entscheidungen sind jetzt eigentlich gefallen, dass es klappt. Aber hätte man den Speer Ketema gegeben, wäre das Ding durch gewesen, wir hätten einen Speer gehabt. Und der hätte trotzdem ja mitgemacht mit der Vereinigung. Und wir hätten auch Boni bekommen. Ach so ist, glaube ich, mehr Content. Es ist halt teilweise echt zäh. Ich sag schön gemacht, aber etwas zäh. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir irgendwas hier reparieren mussten. So ewig her. Dann steht ja noch die geheime Quest aus. Dann bringen wir alles in New York in Sicherheit und dann gucken wir mal hier, wie wir der Archibald Blake noch in den Krieg zerren. Hast du eine Spur von deiner Beute gefunden? Die Zeit ist reif für einen neuen König und eine neue Ära. Möge seine Herrschaft eine Zeit des Ruhms und Wohlstands für Angereb sein. So, der rebelliert jetzt gegen den, oder was? Lang lebe König Kaleb von Angereb!